Somit hallo und herzlich willkommen bei Let's Fets, hier ist euer Spectre und ich teste heute gerne mal mit euch das Free-to-Play-Spiel Battle Islands an oder Islands. So, willkommen im Ausbildungslager Rekrut. Wir haben nicht viel Zeit, kommen wir also sofort zur Sache, bevor es an die Front geht. Dein Ziel ist es, die feindliche Bunker und das Kriegsschiff mit den Einheiten, die dir zur Verfügung stehen, zu zerstören. Für jeden Bunker, den du zerstörst, erhältst du einen Stern. Um einen sofortigen Sieg zu erringen, zerstöre das feindliche Kriegsschiff. Endet die Schlacht, ohne dass eines der Kriegsschiffe zerstört wurde, gewinnt die Seite mit den meisten übrig gebliebenen Bunkern. Wähle als erstes den leichten Panzer mit L1 und R1 kannst du durch deine Einheiten zuwechseln. Ja, das Ganze nach wie vor wie immer auf der PlayStation 4 Pro. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Spiel auch eine Pro-Unterstützung hat. Aber es wird ja trotz alledem auch ohne Pro-Unterstützung trotz alledem irgendwie auf 4K skaliert. So, dann würde ich sagen, dann fangen wir jetzt mal an. Panzer auswählen. Nächste Einheit. Okay. Volle Fox. Also vom Aufbau her sieht es ziemlich ähnlich bis jetzt zur Richtung Command & Conquer, würde ich sogar sagen. Fast. Aus. So, beim Einsatz von Einheiten werden ihre 4 Kosten von deinen Kommandopunkten KP abgezogen. Deine aktuelle KP werden auf der KP-Leiste angezeigt. Okay. Setze nun weitere Einheiten ein und vernichte das Kriegsschiff. Danach erfolgt der nächste. Entschuldigung, war ich zu langsam. So, was haben wir dann da? Ein paar Einheiten. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen verschwenderisch benutzt. Und tschüss. Und da wäre schon der Sieg, einwandfrei. Also jetzt für die erste Mission sah das Spiel recht cool aus. Also ich denke, da werden auf jeden Fall noch weitere Folgen. Das war jetzt einfach mal nur so zum Reinschauen. Ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!